Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Laufwieselmarsch, genau genommen, auf der Vierfachkarte. Wir werden jetzt ein bisschen zusammenräumen. Aktuell wird gepflügt auf Feld Nummer 3. Auf Feld Nummer 13 kommt jetzt Raps rein. Und auf Feld Nummer 36, wo man Gras war, bei der WGH oben, kommt nun Gerste rein. Ja, Gerste. Da sieht man oben links eine Raps, Gerste. Ja, das ist verkehrt. Neu aktivieren, ne? Also nicht verpennen, ne? Wir werden auch gleich den nächsten Hexer runterholen vom Feld, den gelben, den Hundern. Wir wollen ja hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. So, dann können wir noch ein bisschen hier theoretisch Gülle und Mist fahren, denke ich mal. Noch machen müssen, ne? Und den zurück. Ja, und das ist ja waschen normalerweise, ne? Machen wir ja im Winter, ne? Wenn wir lange weiter haben, ne? Zurzeit, ich will nicht sagen Stress, aber wir haben gut zu tun, ne? Dachte ich alle im Herzen ruhiger, aber die Rübenernte muss auch noch gemacht werden, also es sieht nicht so aus, als wenn noch hier viel Arbeit, ja, gibt verkehrte Richtung, ne? Ja, wo ist da? Dass wir hier noch kurz zur Ruhe kommen, ne? Im Herbst mal dachte ich, wir sind, naja, ruhiger, ne? Ist nicht mehr. Und Krautkisten kaputt gefahren, aber wie gesagt, gut. Also, wäre das ja einfach, ne? Rüberfahren und Kraut weg. Aber wenn jetzt Saatgut gewachsen ist, das kriegst du dann nicht weg. So, dann noch ein Tacker da oben steht, den man dann entsprechend noch. So, den fahren wir auch mal in Unterstallung hier. Ja, die gerade ist ja weg. Oder mal Stand original, früher mal. Werden wir eben entsprechend hier reinstellen, ne? Unsere super schönen Kühe. Na, Mu. Mach Mu. Genau. Mach Mu. Bist froh. Oder wie heißt das so schön? So. Nicht nachdenken. Das nächste Fahrzeug nehmen, ne? Flügen geht ja schnell. Die Ausfahrt auch. Jo, steig mal ein. Das ist jetzt Maximum K2. Original. Da hat noch ein bisschen Gras drin, aber gut, da bleibt doch drin, ne? Ja, den kann man auch zurückfahren, ne? Zum Hof. Ja, so nach und nach. Oh, das ist die kehrte Richtung, glaube ich, ne? Da geht's nicht zum Hof, da geht's zum BGH. Aber wie gesagt, das ist ja drüben ja hinfällig jetzt auf Wiese Nummer 36. Das, wenn das noch reif geworden wäre, ja, also das wäre schade, aber ansonsten sind auch lieber, wir haben das jetzt ausgesät und wir haben dann im Frühjahr sehr weniger Stress, dann können wir dann im Frühjahr auch noch ein bisschen Holz machen zur Not, ne? Also das muss ja nicht jetzt passieren, also die Pressefabrik wird auch bald voll sein, alles verkaufen, wie gesagt, wenn es soweit ist, ne? Würde ich jetzt nicht hier extra losfahren und für Apfel und Ei verkaufen, sondern wenn es mal kostet. Genauso hier. Auch noch alles in Produktion, müsste auch schon voll sein, Paletten und so. Das andere war nicht voll, das ist nicht aktiviert, glaube ich, oder ist jetzt neu aktiviert, könnte sein. Ist jetzt nicht so schlimm, nicht so tragisch. Jo, machen wir so, ne? Ja, Gülle fahren wollte ich noch. Mist. Dann können wir gleich einen Takt noch neben Mist fahren, ne? Bevor uns die Produktion aufgeht. Fahren wir genau hier rein. Nehmen wir gleich Traktor oder anders gut sowieso. So, und dann nehmen wir Traktor und holen wir gleich den
Anhänger vermisst und machen wir gleich mal den Mist, ne? Ja, Kartoffel Rüben, Rüben, ja. Muss ich auch noch anfangen? So, wer will noch anfangen hier als Helfer? Ah, der erste ist fertig. Aber alles am anderen, einer am anderen, ne? Wenn hier die Schweine versorgt sind, dass Kühe versorgt sind, dass die nicht sterben und dann andere Dinge auch sehen. Wir müssen ja nicht auf 5 spielen, wir können auch einspielen, ne? Aber 3 Tage mache ich trotzdem, weil ansonsten die Tage einfach zu. So viel Arbeit ist auch wieder nicht, ne? Also irgendwann ist ja fertig, ne? Und dann ist das langweilig, ne? Beziehungsweise schafft man keine Zeit vorbei, also man schafft halt nicht so viel, also 6 Tage ist doch verdammt lang, ne? Also doppelte an Zeit, als wenn du nur mit 6 spielst, ne? Also die kippen gleich aus und fahren gleich wieder zurück. Und hier ganz kurz gucken. Aber 10.000 fahren wir. Der Rest wäre nicht ganz so tragisch, dann das reicht voll. Aber soll ja auch die Nachts entsprechend auch produzieren, ne? Also, dass man eine Lade verkaufen kann. Müsste ich mir überlegen, ob wir den LKW nehmen, aber den wollte ich auch nicht dafür verwenden. Mal sehen, was wir da noch nehmen können. Wir haben noch einen zweiten Anhänger, aber der ist voller Futter für Schweine. Würde ich an sich auch nicht so gern nehmen, was so Mist drin ist, würde ich kein Futter reinmachen und umgekehrt, ne? Aus rein hygienischen Gründen und also sagen wir so, ein Bauer wird das nicht tun und im selben Anhänger Tiere versorgen und gleichzeitig Mist fahren, das wird er nicht tun. Also nur an einer gründlichen Reinigung, ne? Aber Futter garantiert nicht, also. Man kann zwar einen Anhänger viel reinmachen an sich, aber man sollte das nicht unbedingt ausreizen, ne? So, dann läuft er mal eine Weile und dann müssen wir mal ganz kurz den LKW schnappen und die Anhänger nehmen, die blauen für die Rüben, da wird man auch schon mal entsprechend schon mal vorbereiten. Also Mistproduktion, also Düngerproduktion läuft halt mal und wir werden mal voll einsteigen, sobald wir uns den anderen erledigt haben hier, der fertig ist. So. Das lag mal so der Ecke da. Den werden wir ja umfahren, sobald wir 23 Uhr noch. Sobald der hier fertig ist, werden wir entsprechend die nächste Aussaat vorbereiten. Hier ist er noch bei. Und wir werden ja mal hier wieder. War mein LKW? Vorne irgendwo. Wir werden mal sehen, dass wir die Rüben gerne kriegen, ne? Das wird auch erledigt. Das war mal feucht, aber für Rüben geht's auf jeden Fall. Und Kartoffeln machen wir dann morgen. Mal sehen, ob der Überlader da reingeht. Von der Höhe her könnte sein, dass es knapp ist. Nochmal Pech. Müssen wir halt Anhänger nehmen. Auf zu den Rüben, bevor es recht dunkel wird hier, ne? Ja, das ist das Problem. Im Winter ist halt früh dunkel, ne?
Aber das ist ja so gewollt, ne? Wir sind ja nicht in den Tropen, ne? Am Äquator, ne? Da wäre es anders, ne? Da wären es Tag 12 Stunden und dann ist schlaglig dunkel. Da haben sie keine Dämmerung. Da ist es dann düster. Ein Schlag, also wird das ruckzuck. Dass wir so gewohnt sind, ist ja nicht so, ne? Ja, die große Kartoffelernte, das ist voll im Gang. Uiuiuiui. Das ist halt das Problem beim LKW, ne? Der mag das so nicht. Guck dir mal die Lenkung an bei der Anhänger, das ist doch nicht normal. Dass die so entsprechend da. Da klemmt irgendwas fest, ne? So, die Frage ist, ob ich hier mit Kurzblech arbeite oder alleine fahre. Wie mache ich hier mit Kurzblech? So, Feldbonus, Kursgenerierung 17. Oh, hier ist recht schmal, ne? Sehr klein aus. Das ja, Ernte. Feld. Gibt's ja, wenn ich alles richtig erinnere. Rüben. Das ist ganz wichtig. Sonst denke ich hier Getreide. Nochmal 5 Meter. 2 oder so, so genau sind auch nicht. Ja, speichern. Schauen wir mal ganz kurz zu, wie er das so macht, ne? Ob er klarkommt mit der Materie oder nachhelfen muss, ne? Er kommt klar. Nichts anderes erwartet. Der Originalmod, alles original, hat funktioniert. Das andere ist oft zu unrealistisch. Ja, deswegen, wenn ich da bei Rüben kannst du original nehmen, gut bei Stichwort. Wenn du Mogeln hast, dann musst du doch einen Mod zugreifen, weil dann ist es dann irgendwie anders machbar. Ne? Schon eine Wahnsinnstechnik, die es hier gibt. Ne? Also bei uns haben sie das Rübenblatt noch genommen für Silage für Kühe. Früher jedenfalls. Da haben sie separat die abgefahren. Keine Ahnung wie. Die haben es getan. Da wurde nichts verschwendet. Also. Der braucht doch ein bisschen länger, als ich dachte. Das ist ganz gut so. Da können wir schon mal den anderen herrichten, unseren Kartoffelroller, ne? So. Und der ist ja komplett, ne? Also. Das Acker, Kartoffelacker ist ja genau daneben, ne? Also immer noch nass angezeigt. Ob das noch trocken wird heute, ist halb vier. Das ist unwahrscheinlich, ne? Werden wir sehen. Ui, ui. Schwächenanfall, der Müdigkeit. Aber dann krieg ich Hunger. Das ist schlecht. Aber erst 7 Folgen. Ja, 7. Die siebte jetzt. Das war dann mal die Hälfte, Halbzeit, ne? Ich glaube, ich nachher bin vertrödelt. Das habe ich gemacht.
bearbeitet und Mittag gegessen, das war nach Essen, wo man die Augen so schwer. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, jetzt mal ein Stündchen schlafen, ne? Dann sind schon fast zwei. Okay, aber dafür denke ich mal, halte ich ein bisschen länger durch heute. Und daran denke, Spätschicht wäre jetzt nicht zu Hause gewesen. Ne? Ja, dann auch schon mal 7 Folgen fertig. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja alles Freude und Spaß hier. Und ich kann auch morgen noch ein paar Folgen aufnehmen. Rein rechnerisch gesehen ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Wenn man die 15 Minuten einhält, dann ist es 4 Folgen eine Stunde. Aber die 15 Minuten macht ja auch keiner, ne? Oft wird überzogen wegen Vergesslichkeit oder man ist so beschäftigt, ne, dass man nicht dran denkt. So wie jetzt zum Beispiel. Aktuell ist 16, aber also wir fahren jetzt noch zum Acker hin und werden ganz kurz mal testen, ob geht, ne? Das will man jetzt wissen, ne? Der Teratos T440 ist voll. Das ist typisch, aber das ist ja gewohnt, ne? Hier unser Klärwerk, ich kann auch unsere Gülle verkaufen. So, dann mal gleich mal sehen, ob das erst zu Erden geht. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass wir das wissen. So. Ich will auch hier X ausklappen. Und der ist so rum, also rechts rum. So. Kommt Meckerei? Also. Also er tut das vorne. Kartoffel geht auch in Feuchte. Okay. Ich sag mal, das ist nicht super, aber ist praktisch. Da müssen wir sehen, dass wir das jetzt im Abfahrresort im zweiten. Und zwar Feldarbeit, Kursgenerierung. Hier mache ich jetzt rechts herum. Feld Nummer 18. So. Kursgenerierung. Feld Nummer 18. Vorgewelle machen wir auch 5 Stück. Hey. 5 Stück, mindestens 5 gegen Uhrzeigersinn, weich bleibt, 3 Meter, so passt, automatisch okay. Also im Normalfall würde ich jetzt sagen, okay, wir machen mehrere Maschinen, aber in dem Falle muss einer reichen. So. Da tun wir jetzt speichern und zwar unter Ernte Feld Nummer 18. Ja, Kartoffeln. Drei Meter. Ups, Entschuldigung. Speichern. Weil ich genau weiß, das schafft er heute sowieso nicht. Und wenn ich jetzt diesen 7 Folgen, die ich noch vorhabe, das nicht auch schaffe, kann ich beim nächsten Mal entsprechend dann weitermachen. Ne? Sonst ist das ja anstrengend. Sonst kann es sein, dass ich den Kurs nicht gespeichert habe und dann gleich entlassen. Weil der Bruder nicht die feine Bahn und das ist ganz verkehrt, die erste. Macht deswegen so rechts rum, weil er der Ding ist rechts rum und wenn ich jetzt mit dem Anhänger komme, möchte ich gerne einen Laden haben. Ne? So, dann im Hof LKW hier, bop. Da habe ich hier den Anhänger für ach, der Traktor ist da, okay. Da wir ja nicht eine Frucht fahren wollen, ne? Ist es günstiger,
der Auslader ist so, dass er nicht in der Frucht ist. Ne? Man könnte auch sagen, okay, wir haben jetzt beides ungünstig. Bäume, viele Bäume. Da kommen wir nicht vorbei. Dann müssen wir eine Ehrenrunde drehen. So. Das ist halt so, ne? So. Dann drehen wir eine Ehrenrunde und dann sprechen gleich. Husch, husch, weg ihr! Hier ist so ein Fall, da muss man normalerweise sagen, okay, hier muss man mit mehreren Geräten arbeiten. Ne? Wenn man sowas kommen würde, wo wir viel brauchen, dann ist das sicherlich sinnvoll. Ne? Ist ja nicht so gleich voll, ne? Das ist ja nicht mehr viel, ne? 5%. Schauen wir mal, wie das hinkriegt, ne? Ob der fährt nicht einfach los. Das sieht gut aus. Genug Platz. Ja, 4 und 5 ist die Reihenfolge, ne? Wir werden jetzt gucken, ob er vorbeifährt. Und dann kann er gleich den nächsten Traktor nehmen und den Gelm am besten und den Kartoffel holen, ne? Geh eh zum Hof. Doch Alarm drinnen, ne? Original, nicht schlecht. Wollen wir gucken. Ja, macht schön scharf, kann ich tun. Okay. Als Stopp, der andere hier. Ist der gelbe mit Hänger, mit Takte oder ohne? Ist das ein Gaze? Ja. Kann er anhängen? Nee. Mahlzeit. Danke. Entschuldigung. Bäuerchen muss sein. Aber leise, ne? Schau mal hier, Tafel reinkriegen hier. Normalerweise schon mal. Der Traktor ist ein bisschen langsam dafür, aber gut. Aktuell habe ich keinen anderen zur Verfügung gehabt. Muss so ein bisschen so gucken, dass ich den anderen hinkriege jetzt. Also. Blocking heißt für mich, er steht fest, ne? Blocking. Oh, überzogen. So, liebe Schauer, das war's für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Sag mal Tschüss und den Winkel, ciao, ciao. Ja, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge. Wenn ihr möchtet, gerne, schön, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.